Hallihallo, heute ist der 28. Juli 2020. Ich befinde mich jetzt hier gerade im Obergeschoss des Bauprojekts. Und hier, das ist eben wenige Stunden bevor der Beton fließt, kann man hier noch auf den Stahlmatten herumlaufen und kann sehen, da um mich herum ist alles eben in diesen röstenden Stahl. Heute wurden eben diese Matten eingelegt. Ich hatte hier heute und auch in den vergangenen Tagen hier eine Menge Vorbereitungsarbeiten mit Hilfe wieder vorgenommen, um eben diese ganzen Leerrohre zu verlegen. Die einzelnen Schritte, die haben sich eben im Wesentlichen wiederholt oder die sind eben sehr ähnlich gewesen zu den Dingen, die wir schon im Erdgeschoss gemacht haben. Aber ich stelle euch hier nochmal kurz vor. Ich habe auch ein paar Zeitrafferaufnahmen gemacht, aber es war mir jetzt nicht möglich, hier das eben im Detail alles zu filmen und zu dokumentieren. Heute musste ich mir auch die Bühne oder die Arbeitsstätte eben mit den Arbeitern, mit den Bauarbeitern hier vor Ort teilen. Da will man eben nicht jetzt hier mit Video irgendwie denen auf den Keks gehen. Aber ja, ich wollte auch das nochmal kurz dokumentiert haben, bevor dann eben der Beton fließt und all diese schönen Leerrohre eben im Beton verschwinden und man dann nicht mehr so richtig weiß, wo sie langlaufen. Hier jetzt nochmal so ein Kameraschwenk über die gesamte Geschossdecke, um mal ein bisschen einen Gesamteindruck zu gewinnen. Im Vergleich zum letzten Mal liegen halt hier vor allem diese Stahlmatten auf denen ich jetzt auch laufe. Das macht dann auch entsprechend Krach. Die Arbeiten sind hier noch nicht ganz abgeschlossen. Also es gibt hier noch vereinzelt solche Matten, die hier irgendwie noch eingearbeitet werden müssen. Es gibt auch hier noch ein paar Stahlstangen, die dann morgen früh eingearbeitet werden. Aber grundsätzlich soll jetzt hier eben morgen der Beton fließen und ein Großteil der Arbeiten ist eben auch schon abgeschlossen. Im grundsätzlichen Aufbau her ist das eben sehr ähnlich auch wie im Erdgeschoss. Es gibt halt hier diverse Austrittspunkte. Diesmal sind es, glaube ich, 8 an der Zahl an strategisch ausgewählten Punkten. Dort befinden sich eben Eisen, die sind eben hier festgebunden. Diesmal hat man sogar den Luxus einer Pistole, um das eben automatisiert und sehr schnell hier fixieren zu können. Das hat uns eine Menge Zeit gespart. Das schaut hier eben jetzt senkrecht aus dem Boden. Darum herum gebunden sind eben die Leerrohre und die führen dann alle mehr oder weniger zentral eben zu einem Punkt. Also das gibt es halt hier an verschiedenen Stellen. Und all diese Rohre führen letztendlich zu einem Schacht bzw. zu einer Öffnung in der Geschossdecke. Die hatten wir eben in dieser Tage auch gesägt. Die ist mittlerweile halt schon verdeckt. Man kann das hier jetzt sehen. Da liegt jetzt ein großer Styroporblock drauf. Auch der Styroporblock selbst wird eben von diesen Ziegelsteinen hier an Ort und Stelle hoffentlich gehalten, damit es eben nicht nach oben schwimmt während der Betonierarbeiten. Und all das ist jetzt mit einer Menge Bauschaum eben abgedichtet. Und hier wird dann eben der Beton, oder das wird alles von Beton umflossen. Und dann befinden sich diese Rohre halt in der Geschossdecke selbst. Im Fall von Obergeschoss ist das jetzt so geplant. Und zwar befindet sich in dieser Ecke hier das Bad. Und hier wird eben eine Wand noch befinden, die dann die Dusche abgrenzt oder so eine Duschnische eben bildet. Und in dieser Wand, weg von der Dusche natürlich, ist die Planung, eine Unterputzverteilung zu installieren. Einfach um diese viele Elektrik und so weiter in diesem Raum zu verteilen. An all den anderen Stellen wird es Bodentanks geben in den verschiedenen Raumecken. Aber zumindest im Bad, also hier in diesem Bereich, ist halt das eine schlechte Option meiner Meinung nach mit Wasser, Bad, Boden und so weiter. Daher lieber das ein bisschen höher setzen, falls man irgendwie etwas ausläuft oder daneben schwappt aus der Badewanne mit Kindern oder wie auch immer, hat man das halt sonst irgendwie im Bodentank und da ist dann ganz ein großer Teil der Verteilung, elektrische Kabel, elektrische Komponenten, das wäre eben nicht so toll. Und auch hier gibt es natürlich, wie auch schon im Erdgeschoss, an verschiedenen Stellen eben Durchbrüche durch die Decke, durch die Geschossdecke und auch hier wurde eben mit Styropor, also Styrodor in dem Fall, an solche Blöcke zugeschnitten und eben eingesetzt, damit hier der Beton eben so geformt wird, dass sich hier nachher ein Durchbruch befindet. In dem Fall zum Beispiel wäre das dann die Lüftung, also ein Lüftungsauslass. Aber an verschiedenen anderen Stellen hier in der Geschossdecke, gerade in dem hinteren Bereich, gibt es halt auch Platz für Lüftungsrohre und für die Heizungsrohre und so weiter und so fort. Ansonsten, das kann man hier ganz gut sehen, wurden hier halt viele Vorbereitungsmaßnahmen schon getroffen seitens des Bauunternehmens. Also das Treppenhaus hier in dem Fall wurde zum Beispiel schon komplett geschalt und im Wesentlichen kann jetzt hier wirklich der Beton fließen morgen. Ich habe jetzt auch noch mal Rücksprache gehalten bezüglich dieser Konstruktion. Die wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eben in einem zweiten Schritt dann noch zusätzlich in Beton eingeschaltet und betoniert. Also erstmal wird die Bodenplatte hier eben ganz flächig betoniert werden und in einem zweiten Schritt wird man das dann eben einschalen. Und dann hat in diesen Überzug hier jetzt nochmal so eine seitliche Aufnahme der ganzen Konstruktion. Also hier ist eben eine Menge Stahl eingesetzt. Zum einen natürlich der Bewährungsstahl der Betonplatten, die hier aufliegen. Dann halt die Stahlmatten obendrauf. Hier unten drunter befinden sich nochmal Stangen eben in der unteren Schicht und obendrauf. Und auch das ist nochmal hier für
verbunden mit Draht, befindet sich nochmal quer durch diese Konstruktion durchgehend eben Stahl. Und ja, diese Stelle ist einfach statisch höchst belastet und das versucht man eben auf diesem Weg hier abzufangen oder zu kompensieren. Ich befinde mich jetzt hier im Erdgeschoss und hier unten, das ist eben die zukünftige Küche, ein Teil davon. Und hier in dieser Ecke befindet sich eben auch so eine kleine Abstell- oder Speisekammer. Und diese nutze ich eben auch ganz massiv für die spätere Elektroverteilung. Man kann es hier jetzt sehen in der Decke, beziehungsweise leider nicht so gut, wie ich mir erhofft habe. Es ist hier leider schon dunkler als erwartet. Aber man kann sehen, hier schauen eben eine Menge von Lehrern heraus. Und zwar all diejenigen, die eben im Obergeschoss verlegt worden sind in der Geschossdecke. All die Rohre kommen hier an. Das sind gut 50 Stück. Und die werden dann hier eben in der Geschossdecke verteilt werden. Hier ist der Steigschacht für die Elektrik. Dort in der Geschossdecke wird das Ganze eben dann in die Leerrohre überführt und von den Leerrohren geht es dann eben weiter. Und man kann diesen Kabel- oder Leerrohrsalat eben schon sehen. Also das muss nachher natürlich alles noch eingekürzt und irgendwie ein bisschen sortiert, fixiert und so werden. Das mache ich dann nach den Betonierarbeiten. Man kann hier auch ein bisschen noch das Licht durchschimmern sehen. Da werde ich nochmal mit Bauschaum nacharbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das eben von oben abgedichtet. Da liegt ja dieser Styroporblock auf. Und seitlich ist das eben mit einer Menge Bauschaum abgedichtet und das sollte hoffentlich den Beton jetzt davon abhalten, hier unten einzudringen. Hier im Erdgeschoss hat sich auch ein bisschen was verändert und zwar wurden zwischenzeitlich eben diese Füße und ich glaube Köpfe nennt man das oben bei den Baustützen, die wurden eben entfernt. Die gingen ja immer so quer weg, haben das eben seitlich stabilisiert. Aber jetzt, wo diese Balken eben hier aufliegen, die Betondecken, die liegen ja jetzt auf, das ist alles unter Last und da kann jetzt eigentlich nichts mehr wegrutschen. Und daher wurde das eben alles entfernt, sodass man hier jetzt eben schon mal sich besser entfernen kann. Die eigentliche Last ist ja nach wie vor in etwa jeden Meter, wird die eben getragen durch diese Baustützen. Also die stehen hier alle unter massiver Spannung, sind da halt richtig eingespannt. Ich stehe jetzt hier unten an einer der Hausecken, nämlich an der, wo sich auch die Regenzisterne befindet. Und das Bild hinter mir, man kann es schon sehen und auch seitlich von mir hat sich hier deutlich geändert. Zuletzt, also die Baugrube war ja hier gute 3,5 Meter tief an der Stelle und die ersten zwei oder die untersten 2 Meter wurden eben schon verschüttet. Das Ganze wurde auch noch verrohrt. Da gab es in dieser Richtung gab's ein Abflussrohr, das wurde hier im Erdreich eben verlegt, wurde in ein bisschen Sand, ein bisschen Kies gepackt. Also man kann hier das Gestein sehen in etwa, das ist halt sehr klein und von der Körnung her. Und dann wurde das eben verdichtet. Da hier irgendwo auf dem Grundstück steht hinten auch so eine Rödelplatte, mit der das dann eben verdichtet wurde. Und jetzt obendrauf kommt jetzt hier eben nochmal Erdreich. Das ist jetzt im Wesentlichen hier die Muttererde von dem Erdhaufen da oben, die jetzt hier eben verschüttet wird, rund ums Haus. Und damit wäre die Baugrube zumindest in großen Teilen eben schon wieder zu. Die Arbeiten sollen auch noch fortgeführt werden in den nächsten Tagen. Und dann kann man jetzt hier auch ums Haus herum bewegen. Es wird halt oben Platz frei für oder aufgrund da, wo halt der Erdhaufen stand. Das verschaufelt man jetzt hier und dann gewinnt man eben wieder Abstellfläche für andere Werke und so weiter. Und ja, das nimmt alles langsam, aber sicher Form an. Man kann jetzt hier auch eben ganz gut sehen, auf welche Höhe man sich mittlerweile befindet. Ich stehe jetzt hier eben ganz normal auf dem Boden, beziehungsweise halt in der Baugrube. Und diese, hier war ja zum Beispiel mein Winkel montiert. Der war wirklich hoch, da bin ich gerade so hingekommen. Ich glaube, das waren 2,5 Meter, 3 Meter hoch fast. Und mittlerweile komme ich da jetzt eben spielend hin. Auch die Austritte hier aus der Wand. Das ist zum Beispiel später für die Heizungsanlage. Die sind jetzt hier eben direkt in Bodennähe und nicht mehr irgendwie 1,5, 2 Meter in der Luft. Hier zu sehen ist jetzt so eine Aussparung in der Wärmedämmung. Und zwar ist das hier ein Wanddurchbruch, ich glaube 150 mm, also 15 cm im Durchmesser. Und das wird die Zuführung zur Garage, also da über diese Durchführung und über das daran angeschlossene Rohr, werden dann halt Strom und Datenleitungen in die Garage geführt werden. Darüber hinaus wurden eben weitere Vorbereitungen getroffen, das kann man jetzt hier ganz gut sehen. Da kommt eben ein orangenes Tiefbaurohr hier aus dem Boden bzw. halt aus dieser Kies-Schotterpackung und da wird dann eben Abwasser, Schmutzwasser, soweit ich weiß, angeschlossen oder die Entwässerung der Lichthöfe. Da müsst ihr nochmal einen Plan schauen, aber das wurde halt soweit vorbereitet, sodass man das jetzt hier nur noch anschließen braucht und es anschließend dann eben verschütten kann. Hier zu sehen ist der Zulauf der Regenwasserzisterne. Also hier angeschlossen oder eingeleitet wird eben das Regenwasser, das übers Dach gesammelt wird. Zum einen vom Haus, zum anderen, zumindest Stand aktueller Planung, eben vom Vordach hier, das sich im Hauseingangsbereich befinden wird und auch von der Garage. Da wird es Abwasser- oder Regenwasserrinnen eben geben und all das wird dann hier eingeleitet und in der Regenwasserzisterne eben vorgehalten.
hier auf dem Grundstück aufgebaut seitens des Unternehmens, ist hier ein Sortiment an Tiefbaurohren. Da hinten größtenteils gerade Rohre und hier eben diverse Winkelstücke sowie auch Gleitmittel, um diese miteinander zu verbinden. Man kann das ja hier ganz gut sehen. So ein Tiefbaurohr, das ist, ich glaube, das dürften jetzt 15 Grad in etwa sein oder 30 oder sowas. Und da gibt es eben immer eine Gummidichtung und das wird dann in das nächste Stück eben draufgeschoben oder hineingeschoben. Dazwischen tut man so Gleitmittel für Kunststoffrohre, damit das eben gescheit hineinrutscht. Und dann ist das eben eine sehr dichte Verbindung. Die werden wir auch nutzen für die Verbindung zur Garage hin. Genau, das waren jetzt also die Veränderungen gegenüber dem letzten Mal. Da ist jetzt im Detail eine Menge passiert, aber wenn man das jetzt im Video sieht, beziehungsweise wenn ich darüber spreche, ist das dann doch gar nicht so spektakulär. Da schaut halt ein bisschen Stahl aus dem Boden heraus. An diesem Stahl sind halt Leerrohre montiert, aber im Detail ist das dann doch eine fummelige Angelegenheit, das da überall durchzuführen und durchzupopeln. Ich hatte auch das Vergnügen beim Schacht im hinteren Bereich diesmal. Irgendwie hat die vorherige Planung hat diesmal zwar besser geklappt, was die Größenordnung angeht, aber von der Anordnung her durfte ich das, glaube ich, zwei, dreimal ein bisschen umsortieren. Einfach damit die Leerrohre da wirklich schön eingeführt werden in den Schacht und sich da jetzt das nicht mehrlagig irgendwie überstapelt und andere Bereiche gar nicht genutzt werden. Und das war dann im Detail waren das doch viele Stunden Arbeit. Was jetzt noch ansteht für heute, und das ist einer der letzten Schritte vor den Betonierarbeiten, ist diese Leerrohre zu verkleben. Also die ich heute verlegt hatte im Laufe des Tages, die hatte ich dann aus Zeitmangel eben nicht mehr verklebt. Die Bauarbeiter hatten angefangen, hier schon die Stahlmatten einzusetzen. Da wollte ich den jetzt nicht ins Gehege kommen. Aber ja, das ist halt noch ein Teil der Leerrohre. Also andere sind ja schon verklebt und die restlichen mache ich eben jetzt noch. Und dann bin ich hier in wenigen Minuten auch schon wieder weg und kann euch dann beim nächsten Mal hoffentlich schon eine betonierte Geschossdecke präsentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Thank you.